Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Heute gibt es meine Monatsfavoriten Juni und ich weiß nicht, der Juni war irgendwie so der schlimmste Monat ever. Also wir haben Anfang des Monats sind wir umgezogen in unsere neue Wohnung, ist auch alles super, ich fühle mich so wohl und oh, es ist so schön wieder in Stuttgart zu sein, in der Heimat zu sein, bei so einer Familie zu sein. Und ja, ich habe irgendwie ein bisschen unseren neuen Steinboden unterschätzt, weil wir haben überall so einen richtig schönen Steinboden. Also er sieht toll aus, aber er ist halt kalt. Ja, und dann habe ich mir mal eben eine richtig fette Nierenentzündung zugezogen. Ich dachte halt erst, ich habe Rückenschmerzen, weil ich war bei der Massage. Und dann dachte ich, die blöde Kuh hat mir irgendwie einen Nerv eingeklemmt. Und dann dachte ich, dass ich einfach so mega Rückenschmerzen habe und ich habe es halt überhaupt nicht ernst genommen, dass es halt eine Nierenentzündung ist, weil ich sowas noch nie hatte. Und oh mein Gott, Leute, das waren die schlimmsten Schmerzen ever. Also es hat sich so angefühlt, als ob jemand die ganze Zeit so mit dem Messer in meinen Rücken einsticht. Und ja, also damit ist echt nicht zu spaßen. Und darum, ich habe die einzigsten Sommertage im Juni verpasst. Aber mir geht es jetzt wieder besser. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich bin immer noch mega warm eingepackt. Also, es sieht so aus, als ob ich nichts anhabe, aber ich bin untenrum mega eingepackt. Ich trage immer Socken, Kuschelsocken und Hausschuhe in der Wohnung. Egal, wie warm es draußen ist. Und ja, dann war der Monat eigentlich so voller Flop für mich. Weil der ganze Monat war einfach total für den Arsch. Und ja, nichtsdestotrotz habe ich viele Produkte, die ich euch gern vorstellen möchte, die ich lieben gelernt habe, die ich für mich entdeckt habe und von denen ich auch einfach total begeistert bin und die ich euch gerne zeigen möchte. Und ich freue mich wie jedes Mal, wenn ihr mir auch in die Kommentare schreibt, was eure Monatsfavoriten waren. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, das wird ein mega langer Post, sage ich. Ich habe so viele Blogposts heute geschrieben, das wird ein mega langes Video. Ich fange mal an mit Düften. Ich habe einen neuen Duft für mich entdeckt. Und zwar benutze ich den gemeinsam mit meinem Freund. Und das ist von Jo Malone, Orris and Sandalwood. Das ist jetzt aus dieser Cologne Intense Reihe. Und vielleicht erkennt ihr das schon, wie schön diese Flasche ist. Weil das ist nämlich ein limitiertes Design. Es ist nur bis Juli, glaube ich, von Juni bis Juli erhältlich. Und Leute, oh Gott, dieser Duft riecht einfach so lecker. Also mein Freund und ich haben den beide gerochen und wir waren beide sofort hin und weg. Ich stehe ja sowieso sehr auf Unisex-Düfte. Und ich finde, dieser Duft hat voll was Männliches, aber auch irgendwie total was Weibliches. Also der riecht auch an meinem Freund ganz anders, als er an mir riecht. Und das liebe ich aber auch so ein bisschen an den Jo Malone Düften, ne? Dass man die so kombinieren kann, dass die irgendwie immer so ein bisschen anders riechen. Ne? Ich habe dazu einen Blogpost gemacht, was ich genau an dem toll finde. Und ich habe euch auch in dem gleichen Blogpost meine Lieblingsdüfte von Jo Malone vorgestellt und meine Lieblingsduftkombination bei Jo Malone, weil die kann man jetzt ein bisschen mischen und so. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großer Favorit. Also es ist wirklich was Besonderes, der Duft. Ich habe das so noch nie gerochen. Ich liebe einfach die Marke Jo Malone, weil es sind einfach wirklich eigene Düfte und man denkt bei keinem Duft, das riecht ja wie XY oder das ist XY total ähnlich. Das ist einfach nicht bei Jo Malone und das liebe ich. Ja, lest euch auf jeden Fall meinen Blogpost dazu durch, falls ihr euch für Düfte interessiert oder falls ihr vielleicht nach einem neuen Duft sucht. Ich kann euch den nur empfehlen, er ist traumhaft toll. Es war ja heiß und ich habe mal wieder einfach meinen Schatz ausgegraben und zwar das Thermalwasserspray von Vichy. Das ist für mich the one and only ever seit Jahren. Ich benutze das wirklich schon seit Jahren und ich liebe das und ich habe immer eine Flasche im Kühlschrank und immer eine Flasche an meinem Schreibtisch und ich brauche das einfach, wenn ich arbeite, um mich einfach zwischendurch ein bisschen aufzufrischen und ich sprühe mich wirklich komplett ein. Oder im Kühlschrank einfach, das ist nochmal kühler. Und, ach, ich hätte am liebsten so einen Mini-Kühlschrank an meinem Schreibtisch, nur damit ich Thermalwasser reinstellen kann und vielleicht eine Flasche Wasser, aber hauptsächlich mit Thermalwasser. Und ich hatte auch eh so Probleme die letzte Zeit mit meiner Haut und das hat mir einfach total geholfen. Ich benutze das ja für alles, gegen Mückenstiche, Hautausschlag, für meine Kopfhaut, für alles. Ich darf ja für Vichy Blog-Einträge schreiben, was ich mich total drüber geehrt fühle. Auf jeden Fall habe ich einen Blog-Eintrag vorbereitet. Hier 10 Tipps, wie man Thermalwasser verwenden kann. Und dieser müsste jetzt im Laufe des Monats online kommen bei Vichy. Darum
Schaut immer mal wieder bei mir auf Instagram vorbei. Wenn es soweit ist, dann poste ich das auf Instagram und dann könnt ihr bei Vichy vorbeischauen und euch meine 10 Tipps für Thermalwasser durchlesen, für was ich alles Thermalwasser verwende und warum ich eben so ein großer Fan von Thermalwasser bin. Das ist jetzt übrigens die neue Verpackung, die ich total schick finde. Ich liebe ja blau, kennt mich. Und ja, ich liebe, es ist ein All-Time-Favorite einfach. Aber gerade im Sommer einfach nochmal mehr als sonst. Ich habe letzten Monat ein Päckchen bekommen von Nude by Nature und ich habe die Produkte noch nicht alle durchprobiert, durchgetestet, bin ich aber gerade dabei. Aber ein Teil, was ich bekommen habe, das ist mir sofort ins Auge gestochen und ich dachte einfach so, Halleluja, was für ein geiles Ding. Und ja, es ist ein Pinsel und zwar ist es dieser hier. Oh Gott, der ist so weich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und dieses Plastik da unten, das fühlt sich so toll an. Und ich liebe diesen Pinsel und der ist halt so ganz flach und richtig, richtig dick gebunden. Ne? Und es ist einfach der perfekte Konturpinsel. Der ist so ähnlich wie die, die in den Benefit Rouge-Boxen drin sind, weil die sind ja auch sehr flach. Und ich habe die sonst immer zweckentfremdet zum Konturieren. Aber ich finde einfach den von Nude by Nature um Längen besser, weil der einfach schönere Haare hat. Er ist weicher, er ist fester gebundener. Und mit dem lässt sich so toll das alles ausblenden. Also sei es, wenn ihr Creme-Contouring macht oder mit Puder. Das ist einfach der perfekte Konturierpinsel und ich finde ihn einfach so genial. Ich habe mich so verliebt in diesen Pinsel und ja, absolut große Liebe, mega genial. Vielleicht hat der ein oder andere von euch mein letztes Video angeguckt, weil dort habe ich ein Nagel-Tutorial gemacht, was man eigentlich nie auf meinem Kanal sieht, weil ich bin so ungefähr der größte Idiot ever, was Nägellackieren angeht. Also ich bin da echt voll schlecht drin und ich weiß nicht, ich muss auch immer, wenn ich meine Nägel lackiert habe, muss ich genau dann, wenn es gerade trocknet, aufs Klo. Ist es bei euch auch so oder ist es nur bei mir so? Ich bin ja wirklich schon so, dass ich mittlerweile, bevor ich meine Nägel lackiere, aufs Klo muss, ob ich muss oder nicht, weil ich weiß, dass ich, nachdem ich meine Nägel lackiert habe, auf jeden Fall aufs Klo gehen muss. Das ist total dumm, aber keine Ahnung. Ich schaff's auch nie, dass der Nagellack schön aussieht. Halten tut bei mir eh nichts. Also egal, ob ich Basecoat, Topcoat. Also ich habe wirklich schon alles, sämtliche Produkte ausprobiert. Bei mir hält nichts. Und vor allem meine Nägel, die blättern von oben immer so ab und ich kann nicht so richtig abziehen und so. Das ist total ekelhaft und die wachsen halt nie dadurch und die reißen immer. Und gerade jetzt beim Umzug, da mussten wir Schränke aufbauen, die ganzen Kisten einräumen, ausräumen. Ich war die ganze Zeit am Putzen und, oh Gott, meine Nägel sahen so schlimm aus. Und dann habe ich eben diese Hybridlacke von Semilack verwendet und die haben mein Leben verändert. Dieser Hybridnagellack, der hat wirklich mein Leben verändert. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein bisschen wie Shellac. Ich habe schon vorher Shellac verwendet. Ich habe den von OPI, von Annie und weiß ich nicht was alles ausprobiert und benutzt. Ich muss wirklich sagen, dass der von Semilack mir wirklich am besten gefällt. Meine Nägel sind so schön hart und fest und das hält einfach bombenfest. Wirklich, das hält bombenfest. Ihr könnt sehen, die sind bei mir immer noch dran. Also ich habe das Tutorial vor einem Monat gedreht und das hält, da ist nichts ab. Meine Nägel sind richtig schön gewachsen. Ich habe eine richtig schöne Form bekommen. Die sind voll lang geworden, was mir voll gut gefällt. Und da ist es so ein bisschen wie bei Gelnägeln. Das wächst halt so raus. Also ich sehe richtig, dass es rauswächst. Ich muss es jetzt mal bald erneuern. Nicht, weil es scheiße aussieht mittlerweile, sondern weil es rauswächst, weil es so gut hält. Und das ist für mich so richtig, also ich weiß nicht, das hat mein Leben verändert. Und ich bin so glücklich, dass ich das benutzt habe. Und es ist halt auch voll einfach. Ich hatte am Anfang so Schiss, bevor ich das Tutorial gemacht habe, dachte ich mir so, um Gottes Willen, das wird was werden. Ne? Vor allem, wenn ich ein Video drehe, dann halte ich den Nagellack ja nicht so, wie ich normalerweise lackieren würde, sondern dann muss ich ja darauf achten, mit der Kamera, damit das richtig gefilmt wird. Und dachte ich so, um Gottes Willen, das wird was werden. Aber es hat geklappt. Und ich bin einfach wirklich absolut begeistert. Also ich glaube, das Starter-Set mit der Lampe und so kostet 50 Euro und die 1 oder 60 und die einzelnen Nagellacke nochmal 7 Euro und die haben eine riesige Farbauswahl. Die haben auch so richtig geile so Glitzertöne. Das glitzert dann so komplett. Ich verlinke die euch mal unten in der Infobox. Mega geil, die will ich mir unbedingt noch bestellen. Also ich bin
wirklich mega begeistert. Also wer auch so mega brüchige Nägel hat und die einfach nicht, weiß nicht, einfach so kaputt sind, aber das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz große Liebe. Schaut euch auf jeden Fall mein Video an. Dort zeige ich euch die Produkte. Ich mache ein Unpacking, eine Review und bla bla, alles unten in der Infobox verlinkt. Ich habe euch ja bereits im letzten Monatsfavoriten-Video den neuen Eyeliner von Bare Minerals vorgestellt, der Lash Domination Incliner. Und ich habe ihn den ganzen Monat ausschließlich benutzt und ich glaube, das ist so der beste Eyeliner, den ich in meinem ganzen Leben jemals verwendet habe. Also ich liebe ja diesen Manhattan Dip Eyeliner, weil der auch so schön schwarz ist, aber der ist mir halt teilweise einfach zu dick. Vor allem hinten für das Schwänzchen ist mir dieser Manhattan Eyeliner einfach zu dick. Und da finde ich diese Spitze, die Konsistenz, die Farbe von dem Bare Minerals Eyeliner ist einfach genial. Ganz, ganz, ganz großer Favorit. Also ja, absolute Empfehlung von mir. Ich habe den ganzen Monat durchverwendet und ich bin total begeistert und es ist ein richtig, richtig, richtig gutes Produkt. Dadurch, dass ich ja so krank war und eigentlich den ganzen Tag nur vollgedröhnt mit Schmerztabletten und Antibiotika auf der Couch lag, ist meine Haut auch total fahl geworden. Ich sah einfach mega krank aus. Okay, ich war auch krank, aber ich sah auch einfach scheiße aus. Und darum habe ich auch immer... Ich habe mich so voll geschwitzt mit dem Thermalwasser, aber ich habe auch wieder regelmäßig mein Glow Tonic verwendet von Pixi und ich liebe einfach den Geruch. Das riecht so, ich glaube Ginseng ist es, oder? Ich glaube Ginseng. Und es riecht so lecker. Ich finde, es gibt einfach so einen voll den Kick so für den Morgen. Also ich mag das total gerne, es morgens zu verwenden und man sieht einfach echt frischer aus und fühlt sich viel frischer auch durch den Geruch. Und ich mag das total gerne. Ja genau, Aloe Vera und Ginseng ist da drin. Mag ich total gerne. Pixi gibt es ja jetzt bei Douglas, auch in Deutschland. Was ich total cool finde, ich kenne die Marke schon länger aus England und die haben immer mega süße Verpackungen und immer mit so einer Fee und so. Total goldig gemacht. Ja, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich kann euch das Gesichtswasser, das Glow Tonic nur empfehlen. Ich meine, hallo, es heißt Glow Tonic. Mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Dann habe ich einen neuen Concealer gebraucht, weil sämtliche Concealer von mir leer sind. Da war ich im Douglas und dann dachte ich so, warum kaufst du... Also, ich benutze ja normalerweise immer den Prolonger Concealer von MAC. So. Aber zurzeit sieht der bei mir einfach scheiße aus. Also so seit einem Monat, der will nicht mehr so, wie ich will. Also irgendwie... Wir haben uns entfremdet. Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Und eigentlich so mein Lieblings-Concealer ist der Estee Lauder Double Wear Concealer. Und den habe ich eigentlich immer da. Weil ich finde, egal wie viel man ausprobiert, auch wenn man was Neues entdeckt, man sollte immer seinen heiligen Gral von jeder Kategorie zu Hause haben. Für den Fall der Fälle. Für den Fall, dass man einfach scheiße aussieht, sich scheiße fühlt und einfach nichts funktioniert. Ihr kennt das bestimmt alle. So. Und dann war ich im Douglas, da dachte ich, was nimmst du denn? Probierst du mal wieder was Neues aus? Dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, ich bin so blöd. Ich nehme einfach wieder meinen Double Wear Concealer, weil da weiß ich, ich kann mich auf den verlassen. Ich weiß, der funktioniert. Ich weiß, der macht so, wie ich will. Und ja, ich bin einfach wieder total begeistert. Ich habe die hellste Nuance 1C Light. Das ist und bleibt einfach der beste Concealer. Der ist ebenfalls super deckend. Der ist nicht ganz so trocken wie der von MAC. Also jeder, der den Prolonger Concealer dem das zu sehr unterm Auge austrocknet, schaut euch den Double Wear Concealer an, der ist ebenfalls mega deckend und der ist auch super hell. Der hat Lichtschutzfaktor drin, der setzt sich viel weniger ab als der von MAC. Also ich weiß echt nicht, was ich mit dem MAC hatte. Und vor allem, der hat nicht diesen blöden Pumpspender wie der von MAC. Das hat mich ja eh so aufgeregt. Also ich mag den Prolong Wear Concealer eigentlich, verstehe das nicht falsch. Aber er funktioniert einfach seit einem Monat nicht mehr bei mir. Das sieht total scheiße aus unter meinen Augen. Und da kommt eh immer zu viel Produkt raus. Und der hat ja einfach diesen Applikator, wo man viel leichter das Produkt dosieren kann. Und ich weiß nicht, also ich finde, das ist einfach, der ist und bleibt einfach mit der beste Concealer. Ich plane übrigens ein Concealer-Video. Ich hoffe, ich schaffe das noch diesen Monat, weil da habe ich so ein paar Concealer-Hacks für euch. Also seid auf jeden Fall gespannt, aber das ist auf jeden Fall the one and only. I love it. Diesen, oder ich glaube letzten Monat, kam die neue Look Fantastic Beauty Box raus. Und die machen immer so voll schöne Designs und es sind immer coole Zeitschriften dabei. Also, oder ist das immer die L?
ich glaube in den letzten beiden war die L immer drin, ne? In so einer Mini-Ausgabe. Und ich möchte euch jetzt nicht zeigen, was in der Box ist. Ich möchte euch nur ein Produkt zeigen, worüber ich mich so mega gefreut habe. Und zwar war drin von Benefit der neue Augenbrauenstift. Also Benefit hat ja so eine komplett neue Augenbrauenlinie gelauncht. Und hier war jetzt halt der Goof-Proof Brow Pencil drinnen in der Farbe 02. Ich glaube, der ist mir einen Ticken zu hell. Also ich habe ihn gerade auch benutzt, aber ich glaube, ich hätte ihn doch lieber in eine Nuance dunkler. Aber ich wollte mir sowieso meinen heiligen Gral, meinen Smashbox Augenbrauenstift nachkaufen, weil der einfach diese dreieckige Spitze hat, mit der man eben mit der Spitze arbeiten kann, aber auch mit der Länge oder mit der kompletten Fläche. Also das ist wie so ein Dreieck von der Form. Und der hat das eben auch. Und das war wirklich so zufällig, dass der kam 2 oder 3 Tage, bevor ich in die Stadt gehen wollte und mir den von Smashbox holen wollte. Und ich finde die Verpackung unglaublich hübsch. Also ich finde das gesamte Packaging von Benefit finde ich echt toll von diesen Augenbrauen-Sachen. Das ist genau mein Ding. Und ich finde den wirklich super. Also er ist sehr dünn, aber ich finde, er liegt auch besser in der Hand, der Stift, als der von Smashbox, weil das die Verpackung ist einfach ein bisschen breiter. Aber hat auch eben diese Spitze und er malt so schön. Es lässt sich so toll mit dem was auftragen. Er ist nicht zu weich, nicht zu hart. Also er ist wirklich perfekt. Also wer einen guten Augenbrauenstift sucht, dem kann ich das Produkt von Benefit auf jeden Fall nur ins Herz legen. Ich bin voll begeistert und vor allem, dass es halt in der aktuellen Look Fantastic Box drin war. Das ist richtig cool. Also falls man die Box noch bestellen kann und ihr das ausprobieren wollt, dann bestellt ihr, weil es sind echt noch andere coole Sachen drin, das sich auf jeden Fall lohnt. Dann habe ich Anfang des Monats habe ich mir irgendein Buch oder so, irgendwas habe ich mir bei Amazon bestellt. Und dann wurden einem ja unten so immer so Sachen angezeigt, was einem ebenfalls gefallen könnte. Und da wurden mir so kleine Macarons angezeigt. Und oh Gott, Leute, ich bin fast gestorben. Also es sind 6 Stück. Ich habe gerade nur 4 Stück da, weil ich 2 Stück verschenkt habe. Und das sind, also Macarons, aber das sind kleine Dosen. Also das sind so kleine Mini-Dosen, wo man so Sachen reinmachen kann. So Creme, Ohrringe, Tabletten, was weiß ich was. Also so kleinen Krusch kann man da reinmachen, dann in die Handtasche oder so schmeißen. Und ich finde die so süß. Ich nehme die halt so als Deko, finde ich die voll goldig. Aber halt, sie sind halt auch echt praktisch für die Handtasche. Und ich glaube, die haben nur 3 Euro oder so gekostet für 6 Stück. Und ich finde das auch total süß, wenn man mal so Geschenke macht und dann so als Kleinigkeit noch so ein kleines Macaron-Döschen dazu gibt. Ich finde das so goldig. Wundert euch nicht, wenn ihr die bestellt. Der Versand dauert etwas länger, ich glaube so 2 Wochen oder so. Aber die sind so billig und so süß. Und ich, oh Gott, ich bin einfach total vernarrt in diese kleinen Döschen. Ne? Ich habe jetzt nochmal eine Packung bestellt, weil ich einfach welche verschenken möchte. Und einfach ein paar hier haben möchte, so zum Dekorieren. Ein paar so in jeder Handtasche. Ich habe auch überlegt, ob ich die benutze für eben meine kleinen Ohrringe, die ich immer verliere. Zum Beispiel so kleine Perlenstecker. Ja. Und dass ich auch welche in meine in meinen Schmuckschrank rein tue, damit es halt alles schön aufgeräumt ist. Oh, ich finde die so goldig. Also ja, ich verlinke euch mal diese Macarons unten in der Infobox. Wer mir auf Instagram folgt oder meinem Bücherblog folgt, der weiß, dass ich die letzten 2 Monate quasi in die Thalia Bücher-WG eingezogen bin. Die Thalia Bücher-WG, das ist einfach innerhalb des Blogs von Thalia, der Buchhandlung. Und ich durfte da eben Gastbeiträge schreiben, Buchtipps geben. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das war richtig cool. Und ich finde die Idee von Thalia einfach total cool. Also das sind mehrere Mitbewohner, zum Beispiel der Andi vom YouTube-Kanal Brivido Libro, hat auch dort Buchtipps gegeben und viele andere Blogger, YouTuber oder Autoren schreiben dort auch und ich finde das einfach so cool. Ich habe mich auf jeden Fall total geehrt gefühlt, dass ich teilnehmen durfte an dem Projekt und ist auf jeden Fall auch ein riesiger Favorit von mir, weil ihr wisst, ich liebe Bücher und ich finde es einfach so cool, wenn man dann die Möglichkeit hat, auch auf anderen Blogs zu schreiben oder einfach mit Buchhandlungen zusammenarbeiten zu dürfen. Und es macht einfach so viel Spaß. Und ja, falls ihr also Buchtipps braucht, schaut auf jeden Fall in der Bücher-WG von Thalia vorbei. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch ein Pflegefavorit vergessen. Und Leute, das wird euer Leben verändern. Also wir lieben ja alle Duschschäume. Duschschäume lieben wir alle. Falls ihr noch keinen benutzt habt, ihr werdet es lieben. Also ihr wisst es nur noch nicht, aber ihr werdet es lieben. Also ich liebe einfach Duschschäume. Es gibt für mich nichts Besseres und ich will auch nie wieder normales Duschgel benutzen. Und jetzt haltet euch fest, was es Neues gibt. Und ich bin fast gestorben, wo ich das gesehen habe. Und zwar von Kneipp gibt es eine Schaum
Pflege-Lotion. Das ist eine Body-Lotion, die wie Schaum rauskommt. Oh mein Gott, das ist einfach wie für mich gemacht. Also ich bin ja eh so voll faul, was Eincremen angeht. Und obwohl ich eigentlich wirklich mega trockene Haut habe. Vor allem jetzt im Sommer mit den ganzen Beine rasieren, mit dem ständigen. Man rasiert ja einfach öfter die Beine im Sommer als im Winter, seien wir mal ehrlich. Auf jeden Fall, meine Beine sind immer so staubtrocken und es sieht einfach immer so beschissen aus. Und ja, ich weiß nicht, aber mir macht mit sowas einfach das Eincremen mehr Spaß. Und ich mach's dann halt auch, weil es mir mehr Spaß macht. Und das riecht so lecker. Also auf jeden Fall Kneipp hat so ein Lotion-Mousse-Duschschaum rausgebracht. Einmal habe ich hier weiße Hibiskus-Shea-Butter und Orangenblüte-Jojoba-Öl. Und das ist halt, die sind wirklich mega, mega, mega pflegend. Und es ist halt pflanzlich, ohne Paraffin, ohne Silikon, ohne Mineralöle, ohne Konservierungsstoffe. Also, ja, es ist einfach so toll. Und guckt es euch an. Es ist ein Schaum, ein Creme-Schaum, wie genial ist das denn? Also man denkt erstmal, es kommt voll viel raus, aber es lässt sich halt voll schön verteilen und es zieht auch mega schnell ein. Oh mein Gott, das riecht so lecker. Oh, mein Freund und ich, wir kloppen uns schon die ganze Zeit da drum, weil er, also sein Favorit ist weiße Hibiskus und Shea-Butter und mein Favorit ist Orangenblüte und Jojobaöl. Und ja, wir lieben es. Also wir wollen beide, glaube ich, nichts anderes mehr benutzen. Und er ist auch so mega faul, was Eincreme angeht und er macht es jetzt auch immer, seit wir die im Haus haben. Das ist so lecker. Schaut, also ich glaube, Kneipp gibt es ja im Douglas, aber ich glaube auch im DM. Also ich weiß auf jeden Fall im Douglas, aber ich glaube im DM und Müller. Schaut euch auf jeden Fall mal diese Schaumlotions an. Verwechselt sie dann aber nicht mit euren Duschschäumen, weil das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, es ist ein absoluter, 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 mega, mega, mega Favorit. Ich liebe es. Ich liebe alles, was wie Schaum rauskommt. Ich weiß nicht, das macht mich irgendwie glücklich. Dann ein Riesenfavorit für alle Blogger und YouTuber da draußen sind die neuen The Blogger Artist Pocket Planner. Wer bloggt oder einen YouTube-Kanal hat oder einen Blog hat, kennt vielleicht die The Blogger Artist Planner. Das sind so Notizbücher für Blogger. Und da ist jetzt eben so kleine rausgekommen. Einmal in so einem schönen Rosa, in so einem schönen Blau. Total hübsch aufgemacht, auch mit diesem Gold. Also und das Muster, das gefällt mir so gut, wirklich. Ganz, ganz, ganz große Klasse, Mädels. Und von innen ist es halt auch genauso aufgemacht, dass man seine Blog-Einträge planen kann, Videos planen kann und, und. Und ich durfte, oh Gott, ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt, danke Mädels, ich durfte ein kleines Zitat von mir mit einbringen und in jedem Pocket Planner ist ein Zitat von mir drin. Und wer mir auf Snapchat folgt, der kennt das Zitat auch. Und zwar, das frühe Einhorn fängt den Wurm. Das ist einfach mein Motto schlechthin. Ja, wie gesagt, wer mir auf Snapchat folgt, der wird es kennen und der wird jetzt auch bestimmt ein bisschen grinsen hinter der Kamera oder hinterm Bildschirm. Ich finde es auf jeden Fall so toll aufgemacht. Vielen Dank an die beiden Mädels, dass ich Teil vom Blogger Artist Pocket Planner sein durfte. Und ich verlinke ihn euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Richtig, richtig cool und schaut es auf jeden Fall mal an. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin so ziemlich der koffeinsüchtigste Mensch, den es gibt. Und vor allem liebe ich so Espresso und ich liebe einfach Kaffee und ich trinke unheimlich gerne unheimlich viel Kaffee und ich bin auch ohne Kaffee morgens nicht ansprechbar. So, ich habe in meiner neuen Wohnung eine Kaffeemaschine gebraucht, weil wir keine hatten. Meine alte habe ich weggegeben, weil ich einfach voll unzufrieden war. Das war die von Starbucks, kann ich sagen, diese Kapselmaschine. Und ich mag Kapselmaschinen, aber ich mag die von Starbucks. Ich war einfach voll unzufrieden damit. Und dann war ich ja bei Nescafé Dolce Gusto, hat mir dieses Nescafé Dolce Gusto Style Star Shooting und das Event. Und ja, ich habe mich übrigens voll gefreut, weil meine Gewinnerin und ich, wir haben gewonnen. Also ihr Outfit hat gewonnen und sie hat auch eine Dolce Gusto Kaffeemaschine bekommen und einen Jahresvorrat. Und es hat mich voll gefreut für sie. Ich bin auch ganz stolz. Auf jeden Fall haben wir halt dort den ganzen Tag eben diesen Dolce Gusto Kaffee getrunken. Und da war voll der nette Barista da und er hat mir sämtliche Espresso-Sorten gezeigt, die Dolce Gusto hat. Und ich war danach einfach nur, ich habe meinen Freund angerufen und ich so, Schatz, wir brauchen eine Nescafé Dolce Gusto Kaffeemaschine. Oh, der Kaffee ist so lecker.
So, netterweise hat mir Dolce Gusto eine Kaffeemaschine zur Verfügung gestellt. Ich kann sie euch jetzt leider nicht zeigen, weil es ein bisschen kompliziert wird, sie jetzt hier hochzutragen in mein Studio und sie euch zu zeigen. Aber ich habe einen Blog-Eintrag vorbereitet, weil ich habe nämlich ein ganz besonderes Modell. Könnt ihr gespannt sein. Blog-Eintrag ist unten verlinkt. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich muss euch einfach meine Lieblingssorten zeigen, weil ich bin wirklich, also mein Freund auch, also wir beide, wir sind so süchtig danach geworden. Und wir haben, also, wie soll ich das jetzt sagen? Wir können uns in dem Real bei uns hier um die Ecke nicht mehr blicken lassen, weil wir uns so sehr schämen. Als die Kaffeemaschine bei uns eingezogen ist, wir haben, glaube ich, 2 Sorten oder 3 Sorten mit dazu geschickt bekommen. Die Espresso-Sorten haben sie mir dazu geschickt. Und bei der Nescafé Dolce Gusto Maschine ist es eben so, man kann kalte Getränke, aber auch warme Getränke machen. Man kann Tees machen, man kann sogar Nesquik rausdrücken, man kann alles mögliche. Tees, Kakao, Kaffee, Espresso, alles. Es schmeckt alles genial. So, auf jeden Fall waren wir dann im Real und standen dann vor dem Kaffeeregal. Wir haben so ein riesen Real. Ich hatte vorhin ein Real um die Ecke, vielleicht ist jeder Real zu groß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der riesig. Und dann standen wir vor, in dieser Kaffeeabteilung und wir gucken so an die und so, wow, die hatten einfach mal so sämtliche Nescafé Dolce Gusto Sorten, die man sich vorstellen kann. Also unser Rewe ist, glaube ich, der hat immer nur so ein paar Sorten, aber der Real hat alle Sorten. So, mein Freund stellt sich hin und ich fange an zu stapeln. Wir haben alle Sorten mitgenommen, alles. Egal was, wir haben alles mitgenommen. So, Standardsorten haben wir gleich 2 oder 3 Stück mitgenommen. Wisst ihr, wie die uns an der Kasse angeschaut haben, die Leute? Die dachten, wir sind völlig übergeschnappt. Und ja, also ich war seitdem auch nicht mehr im Real und ich weiß auch nicht, wann ich mich das nächste Mal in den Real traue. Aber ja, wir trinken, müssen die ganze Zeit nur am Durchtesten und wir haben jetzt auch schon unsere Favoriten rausgefunden. Und in unserer Küche, wir haben so eine, in unserer Wohnung unten solche Hochschränke, also Schränke, die an der Wand hängen. Und die sind einfach nur alle voll mit Kaffee. Also da ist nichts Essbares drin, da ist nur Kaffee drin bei uns, weil nichts anderes reinpasst. Ja, wir haben uns auch diesen Ständer gekauft, wo man diese Kapseln reinmachen kann, aber da passen ja nur ein paar rein. Also passt ja längst nicht, da bräuchte ich ja 50 Ständer, dass ich die ganzen Kapseln reinmachen kann. Darum, unsere ganzen hier Hängeschränke sind alle voll mit Kaffee. Und ja, ich zeige euch jetzt mal meine Lieblingssorten. Oh Gott, ich liebe, also wirklich, ich bin so begeistert von diesem Kaffee. Ihr könnt jetzt wegschalten, wenn euch das zu viel wird, aber versteht mich jemand? Sind da noch mehr Nescafé-Fans dabei? I love it. Also die Lieblingssorte, ich greife jetzt einfach so zu, wie es hier steht. Von meinem Freund die Lieblingssorte ist der Schokocino. Es gibt auch Nesquik, aber Nesquik ist, das ist nur eine Kapsel. Der Schokocino sind 2 Kapseln. Also einmal die Milch und einmal die Kakaokapsel. Und uns schmeckt beiden der Schokocino besser als Nesquik. Und Leute, das ist so lecker. Also mein Freund trinkt jeden Abend so ein Schokocino und das ist wirklich super lecker. Ich muss immer schon betteln, dass ich auch einen trinken darf, weil er immer so, meins, mein Schatz, nein, das ist alles meins. Und ja, aber es ist mega lecker und also wir lieben Schokocino. Meine absolute Lieblingssorte ist der Cappuccino Eis. Und ich habe euch ja schon gesagt, man kann oben einstellen, ob es kalt oder heiß rauskommen soll. Und man kann sich eben ein richtig kalten Cappuccino rauslassen. Es ist einfach, und wisst ihr, wie lecker der ist? Wirklich, das ist wie, wenn ihr irgendwo in einen Café geht oder in so ein Starbucks oder Coffee Fellows oder whatever es da draußen an Kaffeeketten gibt. Einfach für Hause. Und es ist so lecker und es ist so schön erfrischend. Und oh Gott, ich liebe das. Also ich liebe kalten Kaffee. Auch wenn ich mir einen normalen Kaffee rauslasse, ich warte immer, bis er kalt wird und dann trinke ich ihn erst. Also ich stehe einfach auf kalten Kaffee. Und dieser Cappuccino und Eis, der ist einfach göttlich. Ich liebe ihn, ich bin total vernarrt in ihn. Und das ist meine Lieblingssorte, ich kann nicht mehr reden. Ne? Und es ist sogar blau und ja, meine Lieblingsfarbe. Also es ist einfach wie für mich gemacht.
Sonst trinke ich tagsüber eigentlich immer den Grande Intenso. Das ist so dieser Standard-Kaffee. Es gibt auch nur den normalen Grande und den Grande Mild. Ich mag es ein bisschen stärker, darum der Grande Intenso. Und es ist einfach so mein Basic-Kaffee. Ich liebe den, ganz große Klasse. Und dann habe ich noch zwei Espresso-Sorten, die ich auch eigentlich täglich trinke. Und zwar ist es einmal der Ristretto Ardenza. Das ist ein bisschen stärkerer Espresso. Den gebe ich mir manchmal morgens so nach dem Aufstehen oder wenn ich so nachmittags ein bisschen müde wäre, dann gebe ich mir so ein, dann bin ich wieder wach. Oder ansonsten der normale Espresso, den mag ich auch total gerne. Und was ich halt immer gerne mache, ich mische immer den Schokocino mit dem Espresso zusammen, weil dann habe ich einen Schokocino-Espresso. Ja. Es macht voll viel Spaß, da zu mixen und auszuprobieren und oh Gott, wir sind solche Fans und es tut mir leid, wenn ich euch jetzt alle anfixe und wenn ihr jetzt ebenfalls euch danach nicht mehr traut, in den Supermarkt oder Wahl zu gehen, weil ihr Nescafé-Fans geworden seid und ihr auch sämtliche Sorten kauft, dann tut es mir leid. Ihr könnt auch online bestellen. Stimmt, warum haben wir nicht online bestellt? Wir sind so bescheuert. Naja, auf jeden Fall, ich liebe Nescafé Dolce Gusto. Ich bin ein riesen Fan geworden. Ich habe dazu noch einen Blog-Eintrag gemacht. Schaut auf jeden Fall unten vorbei. Tausend Dank an Nescafé Dolce Gusto, dass ich eine Maschine bekommen habe. Wobei, ich weiß nicht, ob das ganz so gut war, weil ich trinke jetzt noch mehr Kaffee als sonst. Aber er ist einfach so lecker. Und keine Ahnung, es macht einfach so viel Spaß, dass man einfach so mal was anderes zu Hause trinken kann. Also, dass man sich auch mal so einen Cappuccino machen kann. Oder es gibt auch Chai Latte. Es gibt, keine Ahnung, man kann, oder dieser Eis-Cappuccino. Ganz ehrlich, wer macht schon sowas aufwendig? Also so ein Eis-Kaffee oder so, wer macht das schon zu Hause? Also ich nicht, ich bin für sowas so faul. Aber mit der Maschine ist halt voll easy und mir macht das ja voll viel Spaß, weil ich habe nicht so viel Zeit, gerade in der Küche. Bei mir muss alles schnell gehen und ich liebe das einfach. Ich liebe die Maschine und es ist einfach, ja, es ist mein absoluter Monatsfavorit. Und, oh Gott, das Video, es tut mir so leid, dass es so lang geworden ist, aber ihr seht, es ist so viel Tolles und es ist so viel zu erzählen und die meisten Sachen habe ich euch eh nochmal alle auf dem Blog, schaut gerne vorbei. Ansonsten folgt mir auf Snapchat, auf Instagram, alles ist unten in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!